Hallo ihr Lieben und wieder bei Tageslicht. mir ist gestern aufgefallen, dass ich vor lauter Begeisterung über diese Reise mit Jerry vergessen habe, dass ich euch eigentlich noch einen zweiten Tag in Mailand erzählen wollte. Den verschiebe ich jetzt aber weiterhin um einen Tag, um die Reise mit Jerry erst fertig zu erzählen und dann machen wir einen kleinen Ausflug zurück nach Mailand. Wir hatten ein kleines Airbnb gleich um die Ecke vom Bocca della Verità, relativ weit im Süden von Rom, also nicht zu weit Süden, in der Nähe vom Tiber immer noch, um die Ecke vom Circus Maximus. Und als wir am Sonntag früh losgelaufen sind, gab es da ein römisches Festival, ein kleines Kostümfest mit lauter römischen Legionären. Wie heißen die? Legionäre. Und wir haben allerdings nicht gesehen, ob sie irgendwelche Showkämpfe veranstaltet haben. Aber das war so ein kleiner geschichtlicher römischer Ausflug. Ein Freund von mir hatte mir die Basilika di San Giovanni in Laterano empfohlen. Das ist die Kirche, der Papst als Bischof vorsteht. Direkt daneben ist die Il Santa Sanctorum mit den heiligen Stufen und dem Blut Christi. Da in der San Giovanni in Laterano gerade eine Messe war, sind wir nur ganz kurz still durchgelaufen und dann in den wunderschönen Kreuzweg des Klosters direkt hinten gegangen. Und das ist wunderschön. Die haben so tolle filigrane, wunderschöne Säulen. Das lohnt sich. Und diese Kreuzgänge sind alle immer sehr friedlich. Die dienen der Kontemplation. Man läuft im Kreis, in dem ewigen Lauf und kontempliert über die Lehren oder über Themen. Und in der Il Sancta Sanctorum, da sind, wie gesagt, diese heiligen Stufen, die man als Gläubiger auf den Knien betend hochlaufen muss, um Vergebung für seine Sünden zu bekommen. Und da empfehle ich euch den Film Grande Bellezza. Die Szene auf diesen Stufen ist sehr beeindruckend, aber generell dieser Film eine Hommage an Rom und sehr zu empfehlen. Und dann wollten wir uns noch die Santa Maria Maggiore oder auch Santa Maria della Neve, unsere liebe Frau vom Schnee, anschauen. Da in Rom in den Kirchen eigentlich so häufig Messen stattfinden, sind wir auch da wieder in eine Messe gestolpert, sodass wir uns die Kirche gar nicht so in Ruhe angucken konnten, weil man natürlich aus Respekt vor der Messe da nicht groß rumgelaufen ist. Aber es gibt eine schöne Geschichte zu dieser Kirche. Und zwar den Überlieferungen zufolge erschien die Gottesmutter in der Nacht auf den 5. August 358 dem römischen Patrizier Johannes und seiner Frau und versprach ihnen, dass ihr Wunsch nach einem Sohn in Erfüllung gehe, wenn sie ihr zu Ehren eine Kirche an genau der Stelle errichten, wo am nächsten Morgen Schnee liegen wird. Und es war August. Es ist Rom. Da weiß man, dass da eigentlich mit Schnee nicht zu rechnen ist. Papst Liberius hatte aber in der Nacht denselben Traum gehabt und tatsächlich lag am Morgen des 5. Augustes auf der höchsten Erhebung einen der sieben Hügels in Rom mitten im Sommer Schnee und dort wurde dann diese Kirche errichtet. So, das war ein kleines bisschen Hintergrundwissen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns morgen für unseren kleinen Ausflug nach Mailand wieder. Alles Liebe!